Kommen wir zum Regulieren des Klaviers. Ich habe hier ein Mechanikmodell. Anhand dieses Modells kann ich zeigen, was die nächsten Schritte sind. Und hier liegt ein Teil des Werkzeugs, das ich später benötigen werde. Wir hatten auf der Werkbank die Mechanik ja so eingestellt, dass ohne Tasten hier zwischen Hebeglied und Hammer ein wenig Luft ist. Diese Luft darf später, wenn die Tasten darunter liegen, nicht mehr vorhanden sein. Es muss also ein direkter Kontakt zwischen Taste und Hammer bestehen. Heißt, wenn ich die Taste nach unten bewege, soll sich direkt der Hammer bewegen. Und das kann man halt hier einstellen anhand dieser Pilote. Ich übertreibe es mal. Ich drehe die Pilote jetzt mal rein. Und wenn ich das mache, haben wir wieder diese Luft. Und in die andere Richtung zeige ich Ihnen das andere Extrem jetzt mal. Wenn die Pilote zu stramm untersteht, und das habe ich bei dem Klavier schon gesehen, dass das bei einigen Tasten der Fall ist, dann ist zwar auch keine Luft vorhanden, aber der Hammer hat schon ein Stück seines Weges nach vorne zurückgelegt. Und wenn ich hinten auf die Taste drücke, bewegt sich der Hammer. Das darf also auch nicht sein. Also müssen wir das hier an den Piloten korrekt einstellen. Bei unserem Klavier sind die aus Holz, aber das macht keinen Unterschied. Der nächste Schritt ist die Auslösung. Der Hammer geht Richtung Saite und darf da natürlich nicht verweilen, sonst kann die Saite nicht schwingen. Er muss kurz vor der Saite, so 1, 2, 3 mm zurückfallen. Und das kann man hier einstellen, an dieser Stellschraube, mit diesem Werkzeug. So wäre es korrekt, dass er kurz vor der Saite zurückfällt. Es passiert Folgendes. Hier die Stoßzunge kommt irgendwann an dieses Püppchen und klappt dann vom Hammer weg und der Hammer kann dann zurückfallen. Das muss also auch überall korrekt eingestellt werden. Dann wird die Klaviatur gerade gelegt. So nennt man das, also alle Tasten, die weißen als auch die schwarzen, sollen auf gleicher Höhe liegen. Das kann man einstellen, indem man hier in der Mitte Papier oder Pappscheibchen unterlegt und so die Höhe einstellt. Und hier vorne haben wir normalerweise dann auch Papier oder Pappscheibchen unterliegen, wo dann bestimmt wird, wie tief die Taste nach unten geht nach der Auslösung. Jetzt ist was verstellt hier. So. Ja, wenn ich hier was unterlege, berührt die Taste früher dieses Polster. Ja, und ein weiterer Schritt ist noch die Dämpfung individuell für jede Taste einzuregulieren. Wenn der Hammer in etwa den halben Weg zurückgelegt hat, soll sich der Dämpfer von den Saiten wegbewegen. Das kann man einstellen hier an diesem Löffelchen, das irgendwann den Dämpfer hier unten berührt und den dann von der Saite wegschiebt. Und diese Löffelchen werden gekröpft mit diesem Werkzeug. Das sind also jetzt die nächsten Schritte, die ich am Klavier durchführen werde. Ich habe die Mechanik schon mal ins Klavier gesetzt. Jetzt müssen wir sie noch mit den Schrauben hier richtig befestigen.
schon erklärt, beginnen wir mit dem Unterstellen. Das ist ein direkter Kontakt zwischen Taste und Hammer besteht. Und ich hatte gesehen, hier im Bass sind einige Hämmerchen, die sich bewegen. Wenn wir hinten auf die Tasten drücken, und das bedeutet, dass die Stoßzunge zu stramm untersteht. Und wenn ich jetzt hier die Pelote reindrehe, dann kann ich das ändern. Und bei diesen Piloten hier gibt es noch eine Besonderheit. Man muss darauf achten, dass sie auch exakt unter dem Hebeglied stehen. Und mit diesem Kröpfeisen kann man hier den Draht entsprechend kröpfen. Und dann kann es passieren, dass man aber auch nochmal nachjustieren muss, was die Höhe betrifft, indem man hier an der Pelote wieder dreht. Der bewegt sich noch, immer noch. Noch ein wenig. Jetzt ist es korrekt, aber jetzt steht die Pelote wieder nicht korrekt unter. Heißt, wieder ein wenig kröpfen. Das wäre also jetzt unsere Aufgabe, dass wir das für alle Tasten einstellen. Das werde ich jetzt machen, und im Detail brauche ich das jetzt nicht zu zeigen und die Kamera laufen zu lassen. Ich schalte sie wieder ein, wenn es mit dem nächsten Schritt weitergeht. Hier bei dem ersten steht die Pelote auch nicht korrekt drunter. Aber zumindest ist weder Luft vorhanden, noch bewegt sich der Hammer. Sprich, noch steht die Pelote zu stramm unter. Beim zweiten muss ich immer noch nachregulieren. Aber ich denke, das Prinzip ist jetzt klar. Und wie gesagt, den nächsten Schritt zeige ich dann später. Kommen wir zum nächsten Schritt, die Auslösung, dass der Hammer kurz vor der Saite zurückfällt. Hier im Bass darf es etwas mehr sein, so 3 mm in etwa, weil diese dicke Saite weiter aussteckt als so eine dünne Saite oben. Und das reguliert man hier an diesen Stellschrauben, an der Auslösepuppenleiste sind die Auslösepüppchen befestigt, und mit dieser Schraube kann man das einstellen. Da gehe ich jetzt auch alle Töne durch. Wie gesagt, hier im Bass ein wenig mehr als im Discant. Im Großen und Ganzen sieht das bisher sehr gut aus. Es sind nur Kleinigkeiten. Hier zum Beispiel, der löst etwas zu früh aus. Da kann man etwas näher ran. Bisher aber alles nur
minimal. Hier, der ist etwas zu früh, der kann näher rangehen, ich zeige es mal aus der Nähe. Da kann man also ein wenig näher ran an die Seite. Ja, wenn ich das hier durchreguliert habe, geht es zum nächsten Regulierschritt, dem sogenannten Geradelegen der Tasten. Das zeige ich dann gleich. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Und jetzt kommen wir zum Geradelegen. Was ich vorher aber noch machen kann, ist die Bäckchen wieder einbauen. Um auch mal zu sehen, wie hoch die Taste hier liegt oder wie viel tiefer als das Bäckchen hier oben. Das musste ja seitlich angeschraubt werden. Dazu muss ich die Taste hier rausnehmen. Und dann können wir das auch wieder anbauen. So, das wäre dann auch wieder erledigt. Untergestellt haben wir, die Auslösung haben wir reguliert. Und jetzt müssen wir schauen, dass alle Tasten auf gleicher Höhe liegen. Und wie bereits erwähnt, geschieht dies mit den Papierscheibchen in verschiedenen Stärken. Hier haben wir ein hauchdünnes, ein Zehntel Millimeter stark, und die werden dann immer dicker. Ich glaube, das hier ist mein stärkstes Scheibchen. Das müssen wir dann sehen.
Dazu nimmt man eine Leiste und schaut, ob die Höhe hier stimmt. Hier zum Beispiel wäre eine Taste, die zu hoch liegt. Wenn wir uns nach den anderen richten. Aber zunächst mal messen wir an den Ecken die Tastenhöhe von Oberkante Klaviaturrahmen. Dass das an beiden Seiten gleich ist. Das ist in dem Fall so. Und dann können wir die anderen Tasten jetzt angleichen, indem wir entweder Papierchen in der Mitte unterlegen, beziehungsweise hier bei dem Ton etwas wegnehmen. Sofern etwas drunter liegt, ja, da liegt ein hauchdünnes Papierchen drunter, das nehmen wir weg und dann stimmt das schon. Ja, dann begebe ich mich mal nach unten, um das hier aus der Position einstellen zu können. Das ist noch zu hoch. Wir müssen schon ganz nach unten gehen, um das sehen zu können. So, jetzt kann ich hier das Ganze anpeilen und schauen, wo Papierchen drunter müssen. Dann nimmt man das rote Filzchen hier raus und legt das Papierscheibchen darunter. Es gibt ganz faule Kollegen, die das Papierscheibchen dann einfach oben drauf legen. Das ist natürlich nicht korrekt. So wird jetzt dafür gesorgt, dass alle Tasten die gleiche Höhe haben und im Endeffekt später dann auch durch Regulierung vorne den gleichen Tiefgang. Das gleiche gilt auch für die schwarzen Tasten, die müssen wir uns gleich dann auch anschauen. Und wenn das erledigt ist, ja, dann kommen wir auch schon zum Tiefgang, der immer gleichzeitig mit dem Fang zu regulieren ist, aber das erkläre ich dann später. Auch hier haben wir, wie ich gerade feststelle, eine sehr komfortable Situation, denn man merkt, dass auch hier schon mal einiges geschehen ist an dem Klavier, die Höhenunterschiede sind wirklich nur minimal und damit werde ich hier recht flott durch sein. Und dann schauen wir uns gleich das Regulieren des Tiefgangs an. Bei den dünnen Scheibchen muss man schauen, dass die nicht aneinander kleben, wenn man aus Versehen zwei erwischt. Aber das sieht man ja dann, wenn die Taste dann zu hoch liegt.
Jetzt liegen alle Tasten auf gleicher Höhe, sowohl die weißen als auch die schwarzen. Man sollte zur Kontrolle auch immer mal die Schlossleiste reinlegen und schauen, ob die Tasten im Ganzen nicht zu hoch liegen, denn es darf nicht sein, dass man hier reinschauen kann. Das ist aber hier in Ordnung, die Tasten liegen noch tief genug. Dann kommen wir jetzt zum Regulieren des Tiefgangs in Kombination mit dem Fang. Beim Anschlagen einer Taste bewegt sich der Hammer Richtung Saite. Kurz vor der Saite löst er aus und fällt zurück. Und nach dem Auslösen sollte die Taste noch ein klein wenig nach unten gehen. Und das kann man halt regulieren, indem man hier unter den Vorderdruckscheiben, den grünen, Papp- oder Papierscheibchen legt. Man kann das händig spüren, wie viel Weg noch vorhanden ist und ob überhaupt Weg vorhanden ist. Hier merke ich zum Beispiel schon der dritte, der geht wesentlich weiter runter als der zweite und der erste. Es gibt aber auch ein Kontrollklötzchen. Man drückt die Taste runter, legt das Klötzchen auf die Taste und kann dann erfüllen, ob dann die gleiche Höhe vorhanden ist. Aber ich mache das immer am liebsten mit der Hand und kontrolliere, indem ich beide Tasten runterdrücke und fühle dann, ob sie niedergedrückt die gleiche Höhe haben. Wie bereits erwähnt, hier die dritte Taste geht weiter runter, also muss da ein Scheibchen runter. Ich denke mal, dass ich mit diesem relativ dünnen hinkomme. Wenn wir das jetzt hier drunter legen, wird der Weg der Taste nach unten entsprechend verkürzt. Jetzt liegen beide Tasten auf gleicher Höhe. Und dann reguliert man gleichzeitig den Fang, denn nach dem Anschlagen, wenn die Taste dann unten ist, sollte der Hammer so etwa fingerbreit vor der Saite zum Stehen kommen, und das kann man regulieren, indem man den Fingerdraht hier nach vorne oder hinten biegt. Also diese beiden Regulierschritte spielen zusammen. Ja, das werde ich jetzt hier entsprechend einregulieren und dann sind wir fast fertig, dann geht es nur noch an die Dämpfung, an den sogenannten Halbgang. Aber das erkläre ich dann später. Aber ich kann es doch mal zeigen aus der Nähe. Man spürt nach dem Auslösen, wie weit die Taste noch runter geht. Hier beim nächsten Ton ist das mehr. Und zur Kontrolle kann man mal beide Tasten runterdrücken und dann fühlt man, dass diese hier höher steht als die andere. Und dann muss halt hier ein Scheibchen runter. In dem Fall ein recht dünnes, denn viel ist es nicht. Der Unterschied ist nicht besonders groß. Ja, das fühlt sich gut an. Natürlich auch bei den schwarzen Tasten. Die geht viel zu weit runter. Da
kommt also ein dickeres Scheibchen dann zum Einsatz. Und so geht man vor. Und wie gesagt, der Fang, der ist auch wichtig. Den kann man regulieren, indem man hier den Fängerdraht nach vorne oder hinten biegt. Denn beide sollten etwa fingerbreit von der Seite entfernt abfangen. Und hier, der Hammer ist etwas näher ran und dann kann man durch Biegen des Fingerdrahts, das war jetzt zu viel, das regulieren. So würde es jetzt stimmen. Voraussetzung ist natürlich, dass der Tiefgang stimmt, also beides wird zusammen reguliert. Ja, dann werden wir das jetzt hier für alle Töne machen. Und dann schauen wir uns die Dämpfung nochmal an. Genauer gesagt, den Halbgang, den wir noch regulieren müssen. Klötzchen kann man, wie gesagt, noch mal zusätzlich kontrollieren. Es gibt hier auch in verschiedenen Stärken, je nachdem welchen Tiefgang man benötigt. Dann kommen wir jetzt zum Halbgang. Dazu benötigen wir dieses Kröpfeisen. Am besten zeige ich das mal aus der Nähe. Ich habe hier das G, da sieht man, da hebt der Dämpfer überhaupt nicht ab. Der Hammer geht bis an die Seite und der Dämpfer bewegt sich nicht. Beim Ton daneben, beim F, hebt der Dämpfer zwar ab, aber immer noch viel zu spät. Und hier beim A hebt er auch nicht ab. Wir müssen also entsprechend die Löffelchen kröpfen. Dazu muss man die Mechanik immer nach vorne kippen. Also lösen wir hier die Schrauben. Und ich zeige das jetzt mal an dem Ton G, den ich eben gezeigt habe. Wir kippen den
die Schale nach vorne, suchen uns das G hier und da der Dämpfer zu spät abhebt, müssen wir das Löffelchen Richtung Seiten kröpfen, damit dieses eher angreift an den Dämpfer. Und wenn wir die Mechanik dann wieder reinsetzen, muss sie natürlich dicht anliegen. Ich habe hier eine Klemme, wo ich mir das dann zeitweise hier fixiere, ohne die Schrauben immer reinschrauben zu müssen. Und hier liegt es an. Hier kann ich aber auch mit der Hand festhalten. Jetzt gehen wir mal zu dem G. Und jetzt sieht man, wenn der Hammer etwa den halben Weg zurückgelegt hat, dann bewegt sich der Dämpfer auch. Also hier in etwa beginnt der Dämpfer sich von der Seite wegzubewegen. Ja, so muss ich jetzt alle, das Fäß hier, da passiert nichts. So muss ich jetzt alle Dämpfer einregulieren. Beginnen wir vorne bei dem tiefen A. Auch hier kommen die Dämpfer zu spät. Also die Klemme ab, die Mechanik nach vorne. Und dann geht es ans Kröpfen der Löffelchen. Ideal ist es natürlich, wenn man eine Hilfe hat, die einem das immer hier festhält, aber mit dieser Klemme geht das auch. Und dann kontrollieren wir. Der erste ist jetzt gut, der zweite ist immer noch zu spät. Und das D ist zu spät. Das wäre also der letzte Regulierschritt im Prinzip. Danach können wir alles wieder zusammenbauen. Und ich würde sagen, das zeige ich dann später. So, dann hätten wir den Halbgang auch erledigt. Diese Markierungen für die A's, die kann ich jetzt auch wegnehmen. Die brauchen wir ja schon länger nicht mehr. Und jetzt können wir alles zusammenbauen, sprich die Schlossleiste muss noch eingesetzt werden und dann die Dämpferprallleiste, die hatte ich auch ein wenig sauber gemacht. In den meisten Klavieren gibt es eine durchgehende Leiste, die da angeschraubt ist. Hier haben wir das anders gelöst. Hier hängen die zwei Partien an Drähten, die sind von hier unten verschraubt. Das ist für den Bass.
Die kommt also hier rein noch. Ja, und dann müssen wir noch unten die Pedale garnieren mit grünem Filz. Das werde ich also jetzt machen. Und dann sind wir soweit fertig, bis auf Stimmen und Intonieren des Klaviers. Aber man kann erkennen, dass es schon wirklich ein gut klingendes Instrument wird. Hier nochmal der Hinweis, dass man aufpassen muss, dass man hier nicht abrutscht, dass man eine Hand hier hält beim Schrauben. Wenn man abrutscht, besteht die Gefahr, dass man sich verletzt. Jetzt habe ich den Schlitz verloren. Absichern. Dann wäre die Schlossleiste auch wieder drin. Jetzt können wir die Dämpferprallleiste oder die Dämpferprallleisten in dem Fall wieder anbringen. Die Schräubchen hatte ich ja hier reingedreht, damit die nicht verloren gehen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo die Lücke ist. Ich denke mal hier zwischen dem zweiten und dem dritten. Da müssen wir hier rein. Mal schauen, ob das hinkommt. Und das Schöne ist, man kann es verstellen im Abstand später. Hier war eine etwas dickere Schraube, weil die alte wahrscheinlich nicht mehr packte. Und hier haben wir auch noch eine. So können wir das jetzt hier anschrauben. Wahrscheinlich. So. Was den Abstand betrifft, da muss ich dann gleich mal schauen.
So, haben wir die Leiste schon mal provisorisch festgemacht. Und wenn wir den Ton angeschlagen haben und der Dämpfer von den Seiten weggeht, dann sollte noch ein klein wenig Luft sein bis zu der Leiste. Das habe ich hier durch Zufall exakt getroffen. Auf der anderen Seite darf der Hammer natürlich auch nicht gegen das Holz schlagen. Dann können wir die Schräubchen jetzt richtig anziehen. Denn so kann es bleiben. So. Ja, das gleiche mache ich jetzt noch hier für den Bass. Und dann werden wir unten am Pedal noch die Garnierung erneuern. So, haben wir hier unsere Schrauben. Ich würde sagen, auch zwischen dem zweiten und dritten, dass wir da rein müssen. Kontrollieren, ist Luft, ist viel Luft, das kann was nähren. So. Wir das erledigt und schauen nach dem Filz. Da suche ich mir jetzt einen Filz raus für unten. Das ist hier so eine Restekiste. Da finde ich meistens etwas, was ich verwenden kann. Hier haben wir schon einen entsprechenden Streifen. Dann nehme ich mir wieder mein Sitzbänkchen. Und dann testen wir mal, ob die Stärke stimmt. Es funktioniert. Und dann schneiden wir uns jetzt entsprechend hier diese Filze zurecht. Mal schauen. Ist ein bisschen zu breit noch. Und können die hier
einleimen. Nehme ich mir das als Muster. Das müsste dann auch unten passen. So, da hätten wir einmal. Dann können wir das jetzt hier einleimen, das Pedal noch entsprechend einstellen. So, jetzt sieht es auch wieder schick aus. Noch. Ja, dann haben wir das auch erledigt. Zum Einstellen des Pedals, wenn ich jetzt das Pedal trete, passiert hier gar nichts. Hier ist zu viel Luft, also muss ich unten die Schraube etwas reindrehen. Es darf auf der anderen Seite der Stößer hier auch nicht zu stramm untersitzen, dass die Klappleiste sich schon nach vorne bewegt. Hier muss ein wenig Luft vorhanden sein. Das gleiche gilt auch für den Stößer hinten, für die Dämpfung. Da sollte auch ein wenig Luft vorhanden sein, damit die Dämpfer auch Druck ausüben können. Also der Stößer darf nicht zu stramm unterstehen. Das kann man hier erfüllen. Das ist schon korrekt eingestellt, aber hier muss ich etwas höher, damit da auch was passiert, wenn man das linke Pedal tritt. So, jetzt hebt die Klappleiste ab. Aber hier hängt das ein wenig, da muss ich ein wenig diesen Filz hier weiten, damit das auch frei läuft. Ja, dann wäre das soweit auch erledigt. Jetzt werden wir hier nochmal alles abreiben und dann noch die Zierleiste einbauen und dann können wir das Klavier mehrmals stimmen und intonieren. Zeugt davon, dass das ein sehr klangvolles, sehr schönes Instrument wird.
setzen wir den Unterrahmen auch mal rein, denn ich wollte etwas zeigen, was mir sehr gut gefällt. Ich hatte das noch nie gesehen an einem Klavier. Das ist eine wunderbare Lösung. Der Unterrahmen sitzt ja unten durch diese Dübel in den entsprechenden Löchern und wird oben arretiert. Ich zeige das mal. Hier oben dieser Knebel hält den Unterrahmen fest. Hier haben die aber eine Zwischenstation sozusagen eingebaut, sodass der Unterrahmen, wenn man den rausnehmen will, hier gegenkommt und einen nicht auf die Füße falten kann. Und erst dann kann man ihn ganz herausnehmen. Eine Sache, die ich noch nie gesehen habe und sehr gut finde, das sollte man sich also merken. Ja, setzen wir das Klavier mal ganz zusammen, bevor ich hier mit dem Stimmen und Intonieren fortfahre, um zu schauen, ob alles funktioniert, alles korrekt ist. Bei der Klappe hat man schon mal den Fall, dass sie an einer Seite schabt. Dann kann man, wenn er jetzt hier an der Seite schaben würde, hier ein Tuch einklemmen und die Klappe damit mal runterdrücken oder eben an der anderen Seite. Und meistens ist das dann damit behoben. Noch der Oberrahmen. Also ich finde das Klavier auch optisch sehr schön, nicht zu stark verziert, sehr schlicht, aber es macht einen optisch auch sehr guten Eindruck. Ja, so sieht das dann aus. Und wie gesagt, jetzt wird noch gestimmt und intoniert. Und dann haben wir wieder ein wunderbares Instrument. Und meine Kunden werden sich sicher freuen. Das ist das erste Ritterklavier, das ich überholt habe. Und ein merkwürdiger Zufall. Gerade ist eine neue Reparatur reingekommen. Es handelt sich dabei ebenfalls um ein Ritterklavier. Und da ich mit diesem Instrument hier so gute Erfahrungen gemacht habe, konnte ich diese Reparatur natürlich wärmsten Herzens empfehlen. Hier vorne steht die Mechanik. Es handelt sich bei diesem Instrument nicht nur um den gleichen Hersteller, um die Firma Ritter aus Halle an der Saale, sondern auch exakt um das gleiche Modell. Unser Klavier hatte die Seriennummer 13261, wenn ich mich recht erinnere. Und dieses Klavier hat die Seriennummer 15621. Das bedeutet, dass dieses Modell über Jahre hinweg ein Erfolgsmodell gewesen sein muss, was ich nur bestätigen kann, denn es handelt sich wirklich um ein hervorragendes Instrument. Auch hier werde ich jetzt wieder die Hämmerchen ausbauen und neu befilzen lassen. Und auch alle anderen Arbeiten werden ähnlich sein.
Aber jetzt werde ich das Klavier, was wir general überholt haben, nochmal sauber stimmen. Und dann können meine Besucher dieses Instrument auch anspielen.